Ja, fragen wir doch mal ganz allgemein. Du bist jetzt in Hamburg seit wann angekommen? Heute Morgen oder? Seit gerade mal 1,5 Stunden. Ah ja, dann macht es wenigstens nach dem Frühstück zu fragen, wie das heute war. Aber hast du einen schönen Tag bisher hier gehabt in Hamburg? Na, ich bin jetzt quasi aus Innsbruck gekommen, weil ich gestern halt in Meran war, also aber aus Innsbruck geflogen. Ich war noch beim ZDF-Fernsehgarten. Wow. Halt Probo, ne? Na klar, Man muss muss ja ein bisschen sein. Probe machen für das neue Gibt Album. es denn immer noch? Ich dachte, da wäre schon wieder ein Winterschlaf. Nee, die machen eine Tour. Ich finde, Ach das so. Mal war echt interessant. Also, das ist jetzt nicht nur in Mainz, sondern das ist jetzt schon irgendwie europaweit mittlerweile. Ah, Finde ich interessant, cool. ja. Habe ich lange nicht mehr gesehen, aber dafür habe ich viel lieber Musik gehört, nämlich dein neues Album natürlich. Ja. Gratulation, schöne, sanfte Balladen sind drauf und natürlich auch volle Rocktitel. Und es heißt V, vierte Auskopplung. Fünf. Fünf. Da waren wir uns Römische. nicht ganz sicher. Es ist Ja. jetzt eine römische 5 oder ein Das ist V. eine, Weil ja, sowohl als wenn auch. ich Also, man jetzt. kann beides Kannst du auf sagen. V sagen wie Victory? Wie? Ja. Ah, das klärt Ich einiges. hoffe, der Sieg ist dann ganz bei dir. Ja, Ganz also bei durch das dir. Crowdfunding muss ich sagen, war das eine Punktlandung. Das wollte ich dich auch nochmal was fragen, wenn ich darf. Und zwar, wie kamst du auf die Idee, das über Crowdfunding finanzieren zu lassen und dieses Projekt zu starten? Eigentlich ganz einfach und simpel zu erklären, weil ich die Schnauze voll hatte von der tollen Plattenindustrie. Und irgendwann mal stellt man sich die Frage, ob das alles so cool ist, was da gerade so abläuft. Oder die letzten Jahre so. Ich meine, der Künstler verdient am Ende des Tages jetzt nicht mehr so viel und wir haben ja auch einen Kühlschrank, den wir füllen müssen, wollen und auch anders könnten und auch können. Und dieses Können und Könnten kann man halt im Prinzip übers Crowdfunding machen. Ist das denn eigentlich bei der Plattenfirma so eine Entwicklung, jetzt auch durch die Medien, durch YouTube und ähnliches, dass es dazu geführt hat, oder war es immer schon so? Das war natürlich nicht immer so, aber es ist halt natürlich so, sie hat sich so mit den letzten oder mit dem letzten Jahrzehnt, glaube ich, krass so entwickelt. Irgendwie. Natürlich gehen die Plattenverkäufe zurück. Ich glaube, das ist ja nicht ein Thema, was wir erst heute irgendwie auf dem Tisch hier haben, sondern schon ziemlich lange.